So, dann haben wir uns eine kleine Tour gemacht, sind wieder zu Hause. Und dann gehen wir mal gleich wieder ins Bettchen. Und haben drei Karotten mitgebracht, womit ich jetzt gar nicht gerechnet habe. Aber die können wir gleich mal anpflanzen, weil die können wir natürlich sehr gut gebrauchen. Weil wir davon gar keine mehr haben. Aber ihr habt es gesehen, ne? Wir haben gar keine Schweine irgendwie auf unserer Insel. Das heißt, wir können auch, also die kommen nicht her, also die sind einfach, die werden niemals da sein. Genauso wie wir auch keine Pferde haben oder andere Tiere. Was ein bisschen schade ist, muss ich leider zugeben. Das ist echt ein bisschen arg schade. So, wir gehen mal schlafen und ich wünsche euch eine gute Nacht. So, einen wunderschönen guten Morgen. Da sind wir wieder. Und wir kümmern uns natürlich gleich mal um die drei Karottchen, die wir mitgebracht haben. Da würde ich sagen, nehmen wir mal hier einfach drei Weizen weg und hauen da gleich mal die Karotten in die Erde. So. Und dann machen wir da eine schöne Aquakultur. Eine schöne Zucht draus. So, die Sonne geht auf. Ein Traum. Ja, was wollten wir noch tun? Wir haben Holz gefunden. Birke hätten wir im Prinzip da auch mitnehmen können, fällt mir ein. Wobei, wir haben natürlich keine Axt dabei gehabt. Das können wir jetzt aber noch schnell tun. Machen wir uns nochmal zwei Äxte. Wir können uns auch gleich noch eine Schaufel machen. Haben wir nämlich auch keine mehr. Und eine Scharpitzhacke auch. Oh, das war knapp. So. Wunderbar. So. Dann können wir mal gucken. Hunger haben wir auch wieder. Und bevor wir gleich wieder losziehen, ein bisschen denken vorher, hätten wir auch gleich unsere Sachen braten können, nämlich rohes Hammelfleisch. Wunderbar. Ofenkartoffeln haben wir auch dabei. Verhungern werden wir auf gar keinen Fall. Und wir schauen mal, wo wir... Hier haben wir Birkenholz. Aber das wollen wir natürlich auf gar keinen Fall abreißen, muss ich mal sagen. Weil wir unseren Garten natürlich so schön gemacht haben. Wir werden nur mal kurz nach hinten düsen. Nein, wir müssen eigentlich hier lang. Kenne mich ja super aus. So. Hier lang. Richtung Urwald. Und dann holen wir uns da ein paar Birken-Säpplinge. Und dann haben wir eigentlich ganz gut wieder Holz am Start. Dann haben wir hier Akazie, Dunkel, Eiche und auch Mammutbaum, wenn wir brauchen. Dann haben wir, glaube ich, alles, was es gibt, ne? So. Wunderbar. Außerdem wieder eine Möglichkeit, über diese wunderbare Brücke zu gehen. Okay, hier müssen wir ein bisschen vorsichtig. Oh, Alter. Alter. Auch sehr abgefahren hier die Landschaft. So, Vorsicht, bitte nicht sterben. Da oben haben wir auch Schnee. Ja, hier können wir eigentlich auch mal was bauen. Das sieht auch so geil aus hier. Das hat so ein bisschen was Vulkanisches. Hoppala, sorry für die Low Frame Rate. Da arbeite ich noch dran. Oh. Es geht. So, Tropenholz wäre am Start. Wir suchen aber... die Birke. Alter, warum
warum kann der nicht auch nicht hüpfen? Und der Birkenhain war eher da hinten, genau. Komm schon. So. Jawohl, da sehe ich sie auch schon. Sehen wir in der richtigen Richtung. Und da werden wir gleich ordentlich Birke abholzen. Und natürlich dann auch Birkensaplinge mitnehmen. Und dann haben wir unser Birkenholzproblem im Griff. Also ist nicht wirklich ein Problem, aber dann haben wir halt einfach alles, was wir brauchen. So, haben wir da noch mehr? Jawohl. So, hier ist eine gute Stelle. Auf dem Rückweg können wir dann noch die anderen Zepplinge mitnehmen. Ja, beim nächsten Mal gibt es noch eine ordentliche Playlist, die ja nicht ganz so crazy ist. Ich glaube, hier war es auch in der Gegend, wo wir auch Hühner uns besorgt haben, weil wir nämlich gar keine Hühner hatten und ich glaube, wir wollten irgendwann mal Kuchen machen und deswegen brauchten wir Eier und dann haben wir gesagt, okay, dann lass uns nach Hühnern Ausschau halten. Allerdings kam es da nie so weit. Hoppala. Okay, jetzt ruckelt es mir dann doch ein bisschen heftig hier. 10 FPS. Vielleicht läuft gerade die Platte voll. Ja, ich würde sagen, bei mir ist es auch so ein bisschen die Energie gerade raus. Es ist auch schon ein bisschen später geworden und ich möchte ja auch noch die erste Folge schneiden. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ratzifatzi nach Hause, sammeln noch die Zepplinge ein. Tolle Techno-Musik. Und das soll es dann für diesmal gewesen sein. Alter, was ist das für Musik? Gleich mal rauskicken. So. Hier stand doch auch eine. Okay. Dann haben wir jetzt, wie viele? 4. Na, immerhin. Wir haben auch noch ein bisschen Deck hinter zurückzulegen. Und dann lege ich mich dann gleich ins Bettchen und hoffe, dass ich mich gesund schlafe. Und dann ist morgen die Tube-ID, auf die ich mich schon freue. Jo, und dann werde ich euch wahrscheinlich davon erzählen. Vielleicht gibt es ein kleines Vlog davon. Ach, ich kann deswegen irgendwie noch nicht mehr ran. Ich weiß es wirklich, wie gesagt, noch nicht. Hängt so ein bisschen davon ab, wie die Stimmung dann da sein wird und wie das insgesamt da so ist. Man muss ja nicht immer auf Teufel komm raus. Oh, fuck. Immer auf Teufel komm raus so ein irgendwas machen. Hauptsache, dass irgendwas gemacht ist. So. Jawohl, wir sind gleich wieder zu Hause. Achtung. What? Das war knapp. Oh, hier muss ich echt vorsichtig sein. Oh, Alter, Alter. So, wunderbar. Dann ab nach Hause. Dann legt sich der liebe Droidboy auch bald mal ins Bettchen. Hat er sich auch redlich verdient. Und, ja. In der nächsten Folge werden wir dann unseren Wald wieder aufforsten und werden uns ein schönes Projekt suchen,
was wir hier weitermachen können. Vielleicht machen wir uns dann mal an einen Steg, an den Hauptsteg für unseren Hafen aus Holz und dazu dann das Haupthafenverwaltungsgebäude, um das dann natürlich weitere Gebäude sich ranken. So. Holz, genau. Wunderbar. Dann kommt hier unsere Birke hin, die Birkensäpplinge. Kann man ja eigentlich auch immer gleich dahinter machen. Dann weiß man, was zu was gehört. Das ist doch eine super Idee. So, dann haben wir hier unser Fleisch. Weiter geht's mit der Braterei. Es gibt ja mittlerweile so viele unterschiedliche Fleischsorten, dass man schon fast gar nicht mehr weiß. Kies. Habe ich nur 20 Kies? Das ist aber echt ein bisschen wenig. Da haben wir noch gar nichts drin. Okay. Krass. Kakaobohnen, Feuerstein. Wo mache ich denn die Wolle rein? Vielleicht auch mal erstmal hier dazu. Dann haben wir Pilze. Und ich weiß gar nicht, wie man Pilze macht und Pilzsuppe. Ich werde jetzt einfach mal was ausprobieren. Passiert natürlich nichts. Ich glaube, man braucht dazu noch Holztöpfchen. Können wir ja gleich mal testen. So, Eier, Pilze, Kartoffeln, Fleisch, Leder. Leder packen wir wo rein? Hier, das können wir da rein machen. Weizen hier. Schilder brauchen wir jetzt eigentlich gerade keine. Die können wir auch hier rein stacken. So. Leder. Leder. Machen wir doch einfach mal hier rein. Wir können uns dann auch mal wieder ein bisschen um Bücher und Holz und Papier und sowas kümmern. Das könnten wir tun. Und ich würde sagen, jetzt gucke ich nochmal ganz kurz, wie man... ich glaube, die Schalen, die macht man so. Genau, so. Dann Pilze dazu. Tatsächlich. Pilzsuppe, wie geil. Wie? Kann man nicht stacken. Okay, schade. Okay, aber wir haben Pilzsuppe. Wir haben dreimal Pilzsuppe. Und ich habe keine Ahnung, wie die schmeckt oder auch wie effizient die ist. Wir werden das beim nächsten Mal ausprobieren und ein bisschen Pilzsuppe essen. Und ich bedanke mich jetzt ganz recht herzlich. Warum ist die? Habe ich doch da reingelegt. So. Wir gehen nochmal kurz. Alter, wird Zeit, dass ich ins Bett komme. Ganz kurz schlafen und schauen uns den Sonnenunteraufgang dann an. Und dann verabschiede ich euch und entlasse euch auch in die Nacht. So. Wunderbar. Was für ein traumhafter Ausblick. So, wie gesagt, noch einmal herzlich willkommen zurück zu unserem kleinen, wunderschönen Dörfchen. Und ich freue mich, dass wir wieder da sind. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt. Wenn es euch trotz meiner Schläfrigkeit und Krankheit gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Und ja, ansonsten gerne auch den Kanal abonnieren, um auf dem Laufenden zu bleiben. Ja, dann wünsche ich euch noch alles Gute und bis zum nächsten Mal zu Show and Play Minecraft mit Droid Boy. Ciao.